Am heutigen Samstag findet in der dritten Liga das Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem Halleschen FC statt. Sox zeigt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Live-Ticker sehen könnt. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle lediglich einen Punkt auseinander, wobei Würzburg auf Rang 7 und Halle auf Platz 11 zu finden ist. Würzburger Kickers, Halleschen FC, wo und wann findet die Partie statt? Das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem Halleschen FC findet um 14 Uhr statt. Austragungsort ist die Flyer Alarm Arena in Würzburg. Würzburger Kickers gegen Halleschen FC, TV, Livestream und Live-Ticker. Die Partie zwischen Würzburg und Halle ist eines der ausgewählten Drittligaspiele, die heute im Free-TV übertragen werden. Der BR zeigt die Partie live ab 14 Uhr und bietet außerdem einen Livestream an. Wie schon in der letzten Saison, konnte sich Telekom Sport die Rechte an der 3. Liga sichern. Für 9,95 € im Monat bei jährlicher Vertragslaufzeit lässt sich das Spiel im Livestream verfolgen. Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zu sehen, kann sich wie immer auch im Spox Live-Ticker auf dem Laufenden halten. Die Tabelle der dritten Liga Platzteams. Tore-Diff. Erster VfL Osnabrück 1318 zu 711.262, SC Preußen 06 Münster 1221 zu 147.223, KFC Uerdingen 051215 141.224, SPVG Unterhaching 1219 zu 136.195, VW in Wiesbaden 1223 zu 203.196, Karlsruhe SC 1215 132.197, Würzburger Kickers 1218 zu 135.188, FC Hansa Rostock 1216 zu 20-4189.1. FC Kaiserslautern 1218 zu 1.621.710, SC Fortuna Köln 1216 zu 1.511.711, Halleschen FC 1213 1.211.712.1860, München 1220 zu 1.371.613, Sonnenhof Großaspach 128 zu 801.414, FSV Zwickau 1215 zu 16.011.315, Sportfreunde Lotte 1212 zu 16.041.316, FC Carl Zeiss Jena 1212 zu 19.071.317, Allen 1214 zu 18.041.218, SV Meppen 1214 zu 20.061.219, Energie Cottbus 1213 zu 19.061.220, Eintracht Braunschweig 1315 zu 29-148, Werbung.